Alter, der Beat ist gerade getroffen. Hört ihr diese Musik im Hintergrund? Alter, total geil das Game. Und willkommen zurück zu Let's Play Lawbreakers auf der PlayStation 4 Pro. Ich wollte gerade Xbox sagen. Alter, das Game ist so geil. Die Musik ist awesome, die Grafik ist geil, das Gameplay, die Steuerung. Oh Gott, ich werde mir sowas dann kaufen. Ich hoffe, davon gibt es auch eine Disc-Version, damit ich mir die einen in ein Regal stellen kann. Alter, warum ist die Musik gerade so geil? Oh, sieht aber, höre ich gerade zum ersten Mal in dem Spiel. Alter, das ballert so übelst. Welchen Charakter nehme ich denn? Veteran zum Schluss. Weil das ist, Leute, ich will mal warten auf Spieler. Ja. Ich dürfte, glaube ich, nicht so lange dauern. Wir brauchen nur noch einen Spieler, dann kann die Runde direkt losgehen. Wir warten nur auf einen. Aber ich meine, einer dauert eigentlich auch nicht lange. Naja, kann ich mal ein bisschen trainieren. Auf jeden Fall kann ich ja schon mal ein bisschen mein Fazit von dem Spiel loswerden. Einige Leute werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, wie ich in meinen Videos darüber rede. Das Game ist geil. Ich habe eigentlich nichts zu meckern über dieses Spiel. Es ist einfach von vorne bis hinten total geil. was ich schon lange nicht mehr hatte. Manche sagen, hier ist Overwatch-Klon, aber das kannst du echt nicht vergleichen. Ich meine, mit den Helden, okay, damit der andere weiß, was ungefähr gemeint ist, kannst du natürlich sagen, hier, das ist so ein Heldenspiel wie Overwatch, aber so alles im Allen, das kannst du nicht machen. Also das ist schon wirklich, weil ich finde, das Spiel ist erstmal um einiges schneller als Overwatch. Also wirklich um einiges. Mit Overwatch hast du immer noch so ein bisschen Zeit, da ist alles noch so ein bisschen, die sind alle in einer gewissen Art und Weise nicht zu schnell, aber hier in dem Spiel, das ist einfach nur hier Explosion, da Explosion, da musst du, hier musst du hin. Oh, gleich geht's los, die Runde. Noch ein bisschen Aim üben. Wo mein Aim eigentlich relativ gut ist, heute. Ich weiß auch nicht. Ich zocke jetzt schon seit über einer Stunde dieses Spiel hier. Und ich kann nicht aufhören. Ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt will. Der Typ gefällt mir, den kann ich treffen. Bereit machen zum Kampf. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, Alter, guck dir mal die Waffe an, wie geil die aussieht. Die sieht schon echt geil aus. Besonders das auf der PlayStation 4, Mann. Das fucking, das fühlt sich an, schon beinahe an wie 60 FPS. Durchgehend, ohne Einbrüche und so ein Scheiß. Im Gegensatz zu Dead Alliance. Wie ich nur gesagt haben, ist nämlich auch eine Beta. Ich meine, gut, hier ist die zweite Beta, Dead Alliance, glaube ich, die erste. Bin mir jetzt aber auch nicht unbedingt sicher. Aber trotzdem ist das Spiel auf jeden Fall besser. Kann ich nur empfehlen, das hier. Dead Alliance ist auch eigentlich relativ cool, aber das ist noch ein bisschen besser. Und viel krasser. Achso, das haben wir eingenommen, okay. Wir müssten jetzt C einnehmen, das ist da hinten. Heftig, Bro! Gib die Shots! Shots, oh mein Gott! Der war auch guter Gegner. Der hat getroffen. Ich meine, gut, mein Aim, das war gerade auch relativ gut, wenn ich ehrlich bin. Oh, Alter, dieser Controller ist fucking worth it. Ich soll aufhören, darüber zu reden, ich weiß. Ich rede jetzt mal, wenn ich PS4 zocke, sag ich immer, der Controller ist total geil, den ich habe. Den Nacon Pro Evolution, was auch immer, Controller. Aber der ist halt wirklich geil. Also, ich sag mal so, für PlayStation 4 Spieler ist es wahrscheinlich ein bisschen awkward, der Controller. Weil der halt wirklich sehr stark nach dem Xbox One Controller designt wurde. Aber für mich ist als Xbox-Spieler, ich bin ja wirklich jahrelang Xbox-Spieler 360, dann rüber zu die One und ich glaube vor 2 Jahren oder so, ich bin zum ersten Mal die PS4 gekauft. Dein Team liegt in Führung. Das ist einfach geil. Also wirklich, das ist einfach mega. Einfach 360, richtig schön Xbox-Feeling auf der PlayStation vom Controller her. Das ist einfach unbezahlbar. Ich finde das mega. 3, 2, 1. Nee, capturen wir das Ding mal easy. Ich hab schon Schüsse da hinten. So, jetzt werden wir auch mal hingehen. Es geht ab, wo sind die Gegner? Ich werde alle auseinandernehmen. Hier ist gar keiner. Oh, doch, einer. Da gibt eine Stärkung gebraucht. Ich nehme den Punkt trotzdem ein, easy. Hab ihn. Was sag ich? Easy. Und jetzt würde ich gerne hier lang. Die grüne Meile. Bing, bing, bing. Nice. Alter, der ist so tanky, der Typ. Ich war gerade meine Hunde loslassen. Ich habe nur eine Rakete geschossen. Hättest du nicht die anderen auch noch schlucken können? Ah, verdammt. Das ist so geil gekommen. Mich nie jetzt auch noch alle gedrückt hätte. Warte, wir müssen A einnehmen, ne? Warum nimmt keiner A ein? Das ist doch bei unserer Base, oder nicht? Ist doch hier direkt hier unten.
Da hat wohl einer ganz kurz den Controller beiseite gelegt, was? Dann kämpfen wir den Scheiß auch einfach mal easy durch. Volle Kontrolle. Das hab ich gerade rausgehauen. Auszeit. Dein Team liegt immer noch in Führung. Ich weiß. Und erstmal heilen. Ah, oh, der Charakter ist einfach so geil. Der hat 400 Leben. Der hat eine super geile Waffe, mit der du Gegner einfach. Oh mein Gott. Kann ich nichts gemacht. Sobald die mit den Klingen einen von hinten erwischt, bist du tot. Die macht dich einfach. Besonders ich zocke ja auf einer relativ niedrigen Empfindlichkeit, damit ich besser aimen kann. Weil ich auf schnelle Empfindlichkeit, auf sehr empfindliche Empfindlichkeit überhaupt nicht klarkomme, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich das bei mir eigentlich immer relativ low eingestellt. Haut's einfach ab. Na, kommst du gleich wieder rein? Ich kämpfe den Scheiß einfach aus mir, Latte. Verdammt! Lol! Dein Team liegt immer noch in Führung. Easy, hab ich trotzdem gegeben. So, ne, warte mal, hier kann ich mich nicht heilen. Da hinten war das, glaube ich, irgendwo, ne? Da. Oh, heilen. Oh, fuck yeah. Ah, der Waffenskill sieht geil aus. Ich gucke die ganze Zeit auf meine Waffe. Ich sollte mich nur auf meine Kinder konzentrieren. Na, wir nehmen erstmal B ein. So, wo war jetzt da unten die grüne Meile? Let's go! Ich hab die alte schon wieder gehört mit den Klingen. Die hat schon wieder gerufen, niemand, da kommt mein Kling! Die trifft einfach nicht! Wow! Meine Leben sind mager gerade. Aber jetzt gleich nicht mehr. Yes! So, ich gehe mal rüber zu C. Mal gucken, ob ich das auch noch einnehmen kann. Oh. Hm, hier ist halt einfach gar keine Sau. Machen wir mal, ne? Verdammt, ich wusste jetzt nicht genau, wo er ist. Genau in der Sekunde, wo er gesagt hat, über mir wollte ich nur umgucken, dann wurde ich von ihm hier weggemacht. Das war halt genau die perfekte Distanz, die du haben kannst mit dem Typen hier, mit dem Granatwerfer. Ja. Ah ja, stimmt. Sobald ein Punkt eingenommen wurde, kann man ihn, glaube ich, nicht mehr zurückcapturen, ne? Ne, dann ist er gesaved. Oh. Was zum Teufel stimmt mit dem? Ich habe die gerade gesehen, wie der agiert hat. Kriegsgebiet. Keine weiteren Fragen. Auf zu Punkt C. Weil das ist gerade Kriegsgebiet. Jetzt geben wir noch ein paar Shots. Und jetzt da noch mal ein paar Shots hin. Ich hasse mal fix zu C rüber. Damit wir hier den Punkt auch noch mal eingenommen bekommen. Ich bin schwer verletzt. Dein Team liegt immer noch in Führung. Alter, wie ich der gegeben habe, trotz so low life. Die hat mich einfach nicht getroffen. So. Eigentlich müssen wir jetzt hier nur rumgammeln und den Punkt einnehmen. Was kommst du nicht mit? 3, 2, 1. Ich capture mal den Punkt auch mal easy durch, wo wir schon mal hier sind. Und raus hier. Weil, guck mal, jetzt gehört er uns. Können die Kinder jetzt auch nichts mehr dran ändern. Wir werden jetzt noch schnell durchgehen, dann werde ich nochmal zu A rüberhasseln jetzt. Dann gehört der Scheiß auch uns, easy. Lass die Hunde los! Hier, bitteschön. Naja, dann hab ich halt nur einen Assist bekommen. Da. Ich glaube, die Gegner wissen gar nicht, was sie überhaupt machen müssen. Kann das sein? Weil wir haben mittlerweile 12 zu 3 gleich. Also jetzt. Ich glaube, die wissen gar nicht, was man machen muss. Kann das sein? Ja, und das nicht nur ein bisschen. Ich meine, gut, das kann sich ändern, denn man kann ja 3 Punkte pro Runde einnehmen. Also pro dieses kleine komische Ding hier. Das wäre jetzt echt peinlich für sie gewesen, wenn ich sie noch geholt hätte. Aber jetzt macht er sie. 2.
1. Ja. Die Zeit war dir nicht gnädig. Ich mag die Synchronsprecher von ihnen, dieser Zeit. Die Zeit war dir nicht gnädig. Okay, A holt R easy. Ach, guck mal, die haben sich C geholt. Die denken mit, verdammte Scheiße. Ich glaube, die haben Level abgemacht. Naja, kümmere ich mich um B. Eigentlich brauche ich trotzdem. Deinem Team fehlen noch zwei Zonen zum Sieg. Ja, das ist aber... Das ist auch ganz easy. Eigentlich müssen wir nur C einnehmen, danach könnt ihr nichts mehr machen. Und wo ich schon mal hier bei C bin, kümmern wir uns gleich mal drum. 3, 2, 1. Was war das denn, bitteschön? Also jetzt mal ehrlich. Das kannst du besser. Come on. Easy. Oh, wir haben gewonnen. Gewonnen. Feuer! Schieß mal alles weg, was ich habe. Das war einfach. Also ernsthaft. Das war einfach gerade. Oh, Boys, wer ist auf Platz 1? Welche Überraschung? Alter, ich kann dazu echt... Ich finde das gar nicht mehr krass, wenn ich da auf Platz 1 bin. Ich weiß, das klingt jetzt mega abgehoben, weil, aber... Was sollst du dazu sagen? Ich bin einfach permanent auf Platz 1. Das kotzt mich langsam selber an. Ich meine, entweder die Gegner sind scheiße hier in diesem Spiel, oder ich bin gut. Na, kein S+. Ich habe bis jetzt, glaube ich, eine Runde bloß, wo ich S+ habe. Und die war awesome. 46 zu 19, glaube ich, war das. Oh, das hat mega Bock gemacht gehabt, die eine Runde. Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ganz kurz die Lootbox auf, die ich habe. Ja, weil das ist, denke ich mal, die letzte Folge, die ich noch von der Beta machen werde. Vielleicht noch nur ein Livestream am Samstag oder am Sonntag. Oder gut, den werdet ihr schon gemacht haben, wenn die Folge online ist, aber... Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Ey, ich hab zum ersten Mal was doppelt bekommen. Ich hab jetzt 40 Punkte bekommen. Die bringen mir zwar eh nichts, wenn dieses Ding zu Ende ist, aber... Das spricht schon so... Also... Das sagt dir jetzt schon ungefähr, du hast schon was doppelt bekommen. In der Beta. Ich habe in der Beta schon was doppelt bekommen. Obwohl ich erst sieben Boxen geöffnet habe bis jetzt. Ich habe 7 Boxen geöffnet und schon was doppelt. Also das sagt schon einiges aus, wenn ich das immer so sagen darf. Wir haben auch die Punkte angezeigt, dass ich die habe. 40 Punkte da oben, ja. Cool. Auf jeden Fall habe ich mir mal kurz die Skin so durchgegangen, ne? Ich hätte gern, nee, warte mal. Für den war das nicht, ne? Die hatte krassen Skin gehabt, glaube ich. War das der? Ja. Den hätte ich gerne. Aber ich habe ja für den, Lawbreaker-Skin habe ich schon den hier bekommen. Das muss man sich mal gönnen. Das Problem ist nur, ich bin nie ein Breaker. Ich bin nie auf der bösen Seite. Ich bin bis jetzt nur gut gewesen. Permanent. Schaut euch die ganzen Folgen an, die ich hochgeladen habe, seit der Open Beta. Ich glaube, ab Folge 7 müsste das losgehen. Ich war nur Law. Niemals Breaker. Nur Law. Immer nur der Gute. Immer nur der Gute. Obwohl ich für die Bösen die Skins habe. So wie den hier. Ich glaube, für den habe ich noch einen Skin gehabt. Nee. Was, er? Nein. Doch, hier. Für den habe ich auch einen Skin. Und für den hier, ne? Ja. Ich habe für 3 Böse einen Skin. Für 3 Böse. Aber für gar keinen Guten. Und das ist schon so ein bisschen annoying. Oder? Ich guck mal ganz kurz durch, nicht, dass ich Scheiße erzähle. Ne. Also ist immer so, für Waffenskins habe ich ja für ein paar. Ja gut, aber die Waffenskins kannst du ja für gut und böse benutzen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, falls so eine kommt. Ich würde mal sagen, die nächste Folge wird dann das Spiel sein, wahrscheinlich, wenn es fertig ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis dahin und haut rein, ne? Auf Wiedersehen. Tschüss.